Wie wäre es mit einem kleinen Experiment? Wirf mal einen Blick auf diese Punkte und sag mir, wie viele da abgebildet sind. Wenn das ein bisschen zu schnell war, versuchen wir es mal so. Immer noch zu schnell? Wie sieht's hiermit aus? War es jetzt einfacher? Das liegt daran, dass das menschliche Gehirn Strukturen braucht, um sich Zahlenbilder vorzustellen. Es gibt viele Symbole, die für Zahlen stehen und sofort verstanden werden. Wird eine Menge aber einfach nur von ihren einzelnen Komponenten dargestellt, sieht es etwas schwieriger aus. Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich solche Zahlenstrukturen im Kopf zu bilden, sind prädestiniert dafür, an einer Rechenschwäche oder an einer Rechenstörung zu leiden. Diese Rechenschwäche heißt Dyskalkulie. Aber was ist das überhaupt? Betroffene tun sich meist schwer mit den Grundrechenarten. Schätzen von Mengen, generelles Kopfrechnen, Lesen der analogen Uhr und bleiben meist lebenslang Zählen der Rechner. Sichere Zahlenvorstellungen sind eine der wichtigsten Grundlagen für das Erlernen der Grundrechenarten. Die Rechenstörung beeinflusst aber auch den Alltag von Betroffenen stark. Zum Beispiel weiß man nie, ob man beim Rückgeld betrogen wurde. Und selber das Rückgeld unter Zeitdruck richtig rauszugeben, wird zum Albtraum. Dyskalkulie ist deswegen so gefährlich, weil sie meist gar nicht oder zu spät erkannt wird oder als Faulheit, Dummheit oder Versagen abgetan wird. Dadurch wird Mathematik in der Schule enorm frustrierend, denn man kann es mit noch so viel Anstrengung einfach nicht meistern. Dadurch sinkt das Selbstbewusstsein und folglich auch die Leistung in anderen Fächern. Die Weltgesundheitsorganisation definiert Dyskalkulie als Beeinträchtigung der Rechenfertigkeiten, die nicht allein durch eine allgemeine Intelligenzminderung oder eine unangemessene Beschulung erklärbar ist. Sie hat also nichts mit Faulheit, fehlender Disziplin oder schlechten Lehrern zu tun, sondern ist ein angeborener und lebenslanger Zustand. Medikamente, die Dyskalkulie behandeln, gibt es nicht. In der Therapie setzt man darauf, eine individuelle Strategie für jedes Kind zu entwickeln und zu sehen, was wird schon gekonnt und was fehlt noch, um das Wissen der nächsten Jahrgangsstufe zu erreichen. Dabei ist es wichtig, das Zahlenverständnis zu fördern, sozusagen die Basics. Hauptsache ist, dass die Therapie nicht einseitig erfolgt, sondern das Kind wieder einen Zugang zum Rechnen findet. Bei Erwachsenen macht eine Therapie nur teilweise Sinn, da Betroffene dann meist schon eigene Tricks oder Mechanismen entwickelt haben, um durch den Alltag zu kommen, und die Therapiekosten auch nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Im Gegensatz zur Legasthenie ist über Dyskalkulie weitaus weniger bekannt, da auch weitaus weniger darüber geforscht wird. Der genaue Ursprung ist noch nicht entdeckt, es wird aber angenommen, dass eine Verbindung von genetischen und gehirnbezogenen Ursachen besteht. In Bayern gibt es bei Dyskalkulie auch heute noch keinen Nachteilsausgleich an Schulen und wird nicht einmal in der Schulordnung erwähnt. Es gibt zwar die sogenannte individuelle Unterstützung, für die allerdings direkte Anfragen der Eltern oder eines Psychologen nötig sind. Alles in allem lässt sich also sagen, je mehr Menschen über Dyskalkulie Bescheid wissen, desto mehr Verständnis gibt es auch für Menschen mit Dyskalkulie im Alltag. Und das ist immer eine gute Sache. Und wenn die Schwäche früh genug erkannt und Betroffene unterstützt werden, dann kann man auch mit mehr Erfolgen rechnen.